Identität. Was macht dich aus? Wer bist du? Ja, da so einen Ausweis. Darauf ist klar, ich bin Schweizer, ich kann Auto fahren seit dem und dem Datum. Hey, aber ich bin im Fall noch mehr als Schweizer. Ich bin mehr als irgendwie einer, der Auto fahren kann. Ja, wer bist du? Was prägt dich in der Vergangenheit? Oder was hat dich geprägt? Auf was hoffst du in deiner Zukunft? Was macht dich aus? Wer bist du? Wenn du dir dem sicher bist, du musst keine Angst haben vor Einfluss von anderen Menschen. Du musst keine Angst haben vor Meinungen, von Strömungen, von Trends. Du kannst gelassen sein. Du weißt ja, wer du bist. Du weißt, auf was du hoffst. Wer du bist, in der Vergangenheit und wer du wirst sein in der Zukunft. Aber wenn du dir dem nicht so sicher bist, dann musst du Mauern schaffen. Dann musst du Abgrenzungen setzen und durch das definieren, wer du bist. Entweder ist man drin oder draus. Das kann eine Familie sein, das kann ein Arbeitsplatz sein, eine Schule sein, egal dort, wo du bist. Man setzt Mauern und man sagt, wer drin ist, wer dazugehört und wer eben nicht. Und das gibt Identifikation, Identität und Sicherheit. Das kann meistens aber nur von außen gegeben werden. Die echte Identität. Wer bin ich wirklich? Das können meistens Menschen um einen herum feststellen. In der Bibel heisst es im Römerbrief, dass Gott uns seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen hat. Also er hat gesagt, hey, du bist mein Adressat von meiner Liebe. Das heisst, er achtet dich und mich würdig, Empfänger von seiner Liebe zu sein. Und das gibt dir und mir eine mega starke Identität. Ich bin Empfänger von bedingungsloser Liebe von Gott. Ich muss nicht etwas erfüllen, ich muss nicht Schweizer Pass haben, das ist irgendetwas, damit ich angenommen werde. Ich bin bedingungslos, ohne dass ich irgendetwas leisten muss, Empfänger von der Liebe von Gott. Und diese tiefe Annahme befähigt mich, befähigt uns, auf andere zuzugehen. Ohne Bedingung. Ohne, dass wir Mauern setzen. Und hier in diesem Büchlein, da steht, weil ich dich, Gott, kenne, brauche ich nichts anderes, weder im Himmel noch auf der Erde. Ich habe doch dich. Du bist mein Ein und Alles. Du hältst mich und bist immer für mich da. Methodisten und Methodistinnen sind nicht Menschen vor Abgrenzung, sondern Menschen vor Begegnung mit anderen, weil sie die tiefe, bedingungslose Liebe von Gott haben erfahren dürfen.